Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSVTV. So, dann noch einmal guten Abend in die Runde. Nach dem heutigen Heimspiel des FSV Zwickau gegen die U23 des Sportclub Freiburg. Ich begrüße auch die beiden Trainer hier vorne. Zum einen unser Trainer Joe Enox und der Gästetrainer Thomas Stamm, den ich auch zunächst um seine Einschätzung zum Spiel bitten möchte. Ja, nur noch mal in die Runde. Erwartet schwieriges Spiel. Wir haben uns die letzten 3-4 Spiele angeschaut und schon auch gesehen, dass Zwickau in den letzten Spielen sehr, sehr viele Chancen hatte, Spiele wie in Saarbrücken zu gewinnen. Entsprechend haben wir uns auf das vorbereitet und haben gewusst, dass du es nicht hinkriegst, über 90 Minuten alles vom Tor wegzuhalten. Ich finde trotzdem, wir haben gerade über die ganzen 90 Minuten, finde ich dann schon, das hinbekommen, so zu verteidigen, so die Box zu verteidigen, so die Flanken zu verhindern, die auch immer wieder kommen, dass du halt nicht ganz so viele Torchancen dann hast. Und das ist sicherlich ein Punkt, warum wir heute 3 Punkte mitnehmen. Und dann waren wir, glaube ich, über 90 Minuten ein bisschen die effizientere Mannschaft im Vergleich zu Zwickau, unsere Chancen genutzt. Anfangsphase, erste Halbzeit leicht bei uns, bis zur Pause dann Zwickau besser, wir wieder besser aus der Pause rausgekommen, dann kann Joe das 1-1 machen. Wir haben hinten raus nochmal 1-2 Möglichkeiten, aber ich glaube in Summe, gerade mit Ball haben wir sehr viel investiert, haben immer wieder Lösungen gegen das Pressing gefunden von Zwickau. Von daher finde ich, sind die 3 Punkte verdient, mit dem Wissen, dass das Spiel heute wie jedes Drittligaspiel wieder auf Messerschneide war, wo wir uns schon auch immer wieder Woche für Woche reinkämpfen müssen und gerade hier reinkämpfen müssen, weil wir auch wissen, welche Wucht das kommt. Ich wünsche euch alles Gute, eine gute Truppe. Ich glaube, so wie ich es dir vorher gesagt habe, da kommt die Phase, wo die Dinger dann auch reingehen. Die Art und Weise macht Bock, wenn man zuschaut. Von daher Kopf nicht hängen lassen und bedanke mich. Vielen Dank, Joe. Deine Worte zum Spiel bitte. Thomas, also ich glaube, Thomas hat das Spiel gut analysiert. Meine erste Gedanke ist bei dem Philipp Fahner. Ich wünsche Ihnen eine gute Besserung. Eine unglückliche Situation. Ich habe es selber im Fernsehen nicht gesehen, aber eine gute Besserung in Richtung Philipp. Thomas hat halt schon richtig gesagt, Anfangsphase, also die ersten 20 Minuten ging Richtung Freiburg. Die haben halt gute Lösungen gehabt gegen unsere Pressing. Unsere Stürmer halt müssen halt extrem lange Wege machen und das machen sie beide. Freiburg hat immer Lösungen gehabt. Die haben halt 2 gefährliche Standardsituationen, was wir gut wegverteidigt haben. Haben das Gefühl gehabt, dass wir halt mehr gegen den Ball gearbeitet haben als halt mit dem Ball. Wir haben halt wenig Lösungen selber mit dem Ball gehabt. Dann ist, glaube ich, eine Aktion, wo wir halt im Zweikampf kommen, gewinnen wir im Zweikampf gerade im Mittelfeld mit Lö und Max und dann sind wir da, sind wir halt in unserem Spiel und das Spiel ohne halt richtig 100%ige Torchance gehabt haben, haben wir halt viele Situationen in der Box, wo ein Tor fallen kann, ohne halt sehr viel zugelassen zu haben. Immer mal wieder halt Standardsituationen von Freiburg, die halt gefährlich waren oder eine Kontersituation, was wir ordentlich verteidigt haben. Und deswegen sind wir in die Kabine reingegangen in der Halbzeit und haben gesagt, du, genauso weiter. Wir wollten halt mit Rafa einen Spieler halt reinbringen, der halt letztes Spiel gegen Saarbrücken uns sehr, sehr, sehr gut getan hatte auf der linken Seite, der halt auch das Tor geschossen hatte. In der 51. Minute kriegen wir halt das Gegentor, wo wir Fricker kommt raus, versucht zu verteidigen. Der Wagner legt den Ball ein bisschen zu weit vor und Lenny und Kusi, beide wollen halt retten, beide wollen alles das Richtige machen und dann halt schießen wir den Wagner wieder an und dann läuft er alleine am Tor und dann Marcel hält den ersten Ball, Fricker rennt zurück, versucht auch zu retten, also diese Mentalität, das war halt sehr gut zu sehen, aber halt trotzdem, bei der Mentalität brauchen wir halt so ein bisschen Klarheit und dann Vermaei steht da, wo ein Stürmer stehen muss, um ein Tor zu schießen. Und dann haben wir lange gebraucht, bis wir halt torgefährlich waren. Wir haben halt mit Johann und Lukas halt 2 Stürmer reingebracht, die
und Mikey, die drei, die richtig Schwung gebracht haben. Auch als Vogt da reingekommen ist, hat er halt seine Aktion gehabt. Und dann, glaube Johann in der 62. Minute köpft das Ding an einem Innenpfosten und raus. Und ja, leider halt nicht den Treffer erzielt. Und deswegen, die Jungs glauben manchmal, dass es halt verhext ist, aber wie Thomas auch gesagt hatte, wir haben halt in der letzten Zeit viele Torchancen gehabt, die wir halt ungenutzt lassen. Da müssen wir halt besser werden und wir müssen halt zusehen, dass wir halt genauso konzentriert gegen den Ball spielen. Gegen so eine gute Freiburger Mannschaft ist es schwierig, halt keine Torchance zuzulassen. Wir haben wenig Torchancen zuzulassen und die waren effizienter. Punkt. Es gilt für uns halt, unsere Fehler wieder abzustellen und trotzdem den Kopf hochzuhalten, den Kopf frei zu bekommen und dass wir nächste Woche in dieser engen Liga auch eine Chance in Essen haben, halt das Spiel zu gewinnen. Thomas, eine gute Rückreise und wir sehen uns in der Rückrunde. Dankeschön. Ja, auch dir vielen Dank für deine Einschätzung zum Spiel. Jetzt ist Zeit für eure Fragen. Kurzes Handzeichen, wir würden das Mikrofon reichen. Gut, wenn es keine Fragen gibt, bleibt mir nur unseren Gästen ebenfalls eine gute Heimreise zu wünschen. Ihnen allen einen schönen Feierabend. Danke. Tschüss. Ciao. Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV.